Wir befinden uns im alljährlichen Sommerloch der Gaming-Industrie. Mit diesem Video will ich euch paar Geheimtipps an Spielen verraten, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Gleich nach dem Intro geht's los. Na, wartet ihr auch schon heißersehnt auf die nächste Nintendo Direct? Derzeit hat Nintendo ja noch nichts angekündigt und irgendwie macht es mich ein bisschen stutzig. Ich meine, schaut euch mal die bevorstehenden Monate an. Es kommt einfach nichts, was mich reizt. Und auch Ende des Jahres an Weihnachtstiteln hat es die letzten Jahre wirklich nicht gemangelt und dieses Jahr habe ich so meine Bedenken, wenn jetzt demnächst nichts kommt. Ja. Wie heißt es so schön, abwarten und Tee trinken? Was anderes können wir sowieso nicht machen. Aber ich habe eine gute Nachricht. Mit diesem Video will ich euch paar geheime Titel zeigen, wo ihr mal einen Blick drüber werfen könnt. Fangen wir mit dem ersten Titel an. Ein Nintendo DS Port hat es auf die Switch geschafft. Tja, um welchen Titel handelt es sich hierbei? Es geht um die Ace Attorney Trilogie für die Switch. Ihr übernimmt die Rolle eines Strafverteidigers und somit auch der Hauptprotagonist namens Phoenix Wright. Man kann es durchaus als Gerichtssimulation sehen, in Comic-Grafik. Ein großer Bestandteil des Spiels ist es die Detektivarbeit. Ihr müsst überall Beweise suchen, Zeugen befragen und am Ende müsst ihr im Gerichtssaal den Prozess gewinnen. Das klingt doch alles wirklich sehr vielfältig. Es geht hier um wirklich spannende Mordfälle. Seid ihr bereit für dieses Spiel? Weiter geht's mit meinem aller Lieblings-Horror-Game. Natürlich ist das Spiel erst ab 18, deswegen Finger weg, wenn ihr noch nicht volljährig seid. Es geht um Outlast 1 und 2. Ja, ihr könnt nicht glauben, wie viel Gänsehaut ich in diesem Spiel erlebt habe. Überall waren Schockmomente und das Besondere an dem Spiel ist, ihr habt keine Waffen. Ihr habt nur eine Kamera und ihr müsst ums Überleben kämpfen. Das ist wirklich nichts für schwache Nerven und ich kann euch nur raten, holt es euch, wenn ihr Fan des Horrorgenres seid. Beim nächsten Titel handelt es sich diesmal um ein Indie-Spiel. Es geht um ein rätsellastiges Jump'n'Run. Ihr spielt ein junges Mädchen namens Gris, das in der Handfläche einer zusammenbrechenden Statue einer Frau aufwacht. Mysteriöserweise kann die Frau namens Gris nicht mehr singen. Somit müsst ihr euch auf die Suche nach ihrer Stimme machen. Das Spiel ist eigentlich vom Gameplay her recht simpel. Ihr müsst springen, schwimmen sowie klettern und ja, so kleine Rätsel lösen. Sagen wir es so, das Spiel eignet sich perfekt, um einfach mal nach einem harten Tag zu entspannen. Wie sage ich immer so schön, unterstützt die kleinen Indie-Entwickler. Denn die haben unsere Hilfe viel mehr nötig als die großen Studios. Das war's auch schon mit dem Video. Kennt ihr noch so Spiele, die vielleicht nicht so beliebt oder bekannt sind? Vielleicht ist mir ja mal ein Spiel entgangen, kann ja sein. Ich würde mich riesig über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Jalen.